In diesem Video möchte ich mit euch einmal über Motivation sprechen. Warum macht ihr Hörspiele? Was motiviert euch? Ich will euch aber nicht erzählen, was Motivation ist und wie ihr euch am besten motivieren könnt, sondern ich möchte einfach nur einer ganz bestimmten Frage nachgehen. Wenn ihr wissen wollt, welche Frage das ist, bleibt einfach dran. Glück auf und willkommen, ich bin der Daniel von Mein Ohrenkino. In diesem Video möchte ich mit euch einmal über Motivation sprechen. Es soll aber nicht so ein Chaka-Video sein, so Chaka, du schaffst es. Ich will euch nicht jetzt behelligen, was Motivation ist und wie ihr euch am besten motivieren könnt. Das soll hier kein Ratgeber für Motivation sein, sondern ich möchte mit euch über eine zentrale Frage stellen, die für mich sehr wichtig ist und wovon ich der Meinung bin, dass wenn ihr sie wirklich so wahrnimmt, wie ich euch das gleich erzähle, dass es euch wirklich von Vorteil ist. Und zwar möchte ich euch einfach die Frage stellen, was motiviert euch, ein Hörspiel zu produzieren? Jetzt könnte man natürlich sagen, ist doch egal, was mich motiviert, Hauptsache ich fange an. Ist ja auch richtig, ist ja auch nicht falsch. Aber es gibt einen Weg, der für euch natürlich viel besser ist, wenn ihr A, euch eurer Motivation bewusst seid und B, wenn ihr einfach genaue Ziele definiert habt, was einfach ein Teil der Motivation ist. Eine Motivation ist immer irgendwo eine Zielorientierung. So sehe ich das auf jeden Fall. Ihr dürft auch Motivation nicht mit Impuls verwechseln. Manche sagen einfach, ach, ich hätte jetzt einfach mal Lust, ein Hörspiel zu machen. Das ist was anderes, aber schaut euch das Video auf jeden Fall bis zum Ende an und ich verspreche euch, nach diesem Video werdet ihr vielleicht auch eine andere Sicht auf diese Dinge haben. Gucken wir uns aber einmal an, was kann euch denn überhaupt motivieren? Da gibt es verschiedene Sachen und es geht auch nicht darum, ob es richtig oder falsch ist. Es geht einfach nur darum, was könnte euch denn überhaupt motivieren? Wenn ihr ein Hörspiel produziert, könnte die Motivation sein, ihr wollt Anerkennung für eure Freunde haben, von euren Freunden haben. Es könnte aber auch sein, ihr wollt damit Geld verdienen. Es könnte aber auch sein, ihr wollt vielleicht berühmt werden. Ihr wollt Reichweite haben. Ihr wollt Sichtbarkeit in der Community haben. Das sind alles Sachen, die motivieren können und es geht, wie gesagt, nicht darum, ob es richtig oder falsch ist. Es geht einfach nur darum, was euch motiviert, was euch antreibt. Das führt mich dann einfach zur ersten Frage, die ich euch stellen möchte. Und zwar, habt ihr euch diese Frage wirklich einmal bewusst gestellt? Warum möchtet ihr Hörspiele produzieren? Das mag euch alles jetzt so ein bisschen unwichtig vorkommen, aber wie gesagt, am Ende des Videos werdet ihr eine andere Sicht darauf haben. Kennst du überhaupt deine Motivation? Also weißt du eigentlich, warum du ein Hörspiel produzieren willst oder was der Grund dafür war? Und habt ihr euch wirklich mal gefragt, wenn ihr dieses Hörspiel produziert habt, was passiert danach? Was war eigentlich euer Ziel? Sind das Fragen, die ihr euch wirklich mal bewusst gestellt habt? Bei mir war es am Anfang so, ich habe es nicht gemacht. Ich habe einfach gesagt, ach, wir wollten mal ein Hörspiel machen. Das Ziel war, ein Hörspiel zu machen, was ja auch okay war. Und dann haben wir dieses Hörspiel gemacht, dann hatte ich ein fertiges Produkt und dann war es da. Und dann kam erst der Prozess, ja, was machen wir eigentlich damit? Das heißt, das Ziel war einfach nur, ein Hörspiel zu produzieren. Ich habe mir aber nie Gedanken dazu gemacht, was passiert denn danach? Wie soll das Hörspiel denn gehört werden? Wenn ich mir früher vielleicht darüber im Klaren gewesen wäre, was meine Ziele sind, also was auch ja auch ein Teil der Motivation ist, hätte ich vielleicht von Anfang an das ganze diese ganze Produktion anders geplant. Ich hätte vielleicht gesagt, ich möchte das Hörspiel machen, dann wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn man dieses Hörspiel irgendwo runterladen könnte und es wäre ja auch nicht schlecht, wenn man so eine Art Label hätte, dass man bekannter machen kann, dass man sagen kann, das ist ein Hörspiel von Mein Ohrenkino. Das habe ich mir zum Anfang überhaupt nicht darüber nachgedacht, sondern ich habe einfach, wir haben ein Hörspiel gemacht. Wie gesagt, das ist auch nicht falsch und ihr müsst es auch nicht so machen, aber ich möchte, meine Workshops dienen ja dazu, euch meine Erfahrung, also mit euch meine Erfahrung zu teilen und euch auch ein paar Tipps zu geben, damit ihr nicht jeden Umweg gehen müsst, den ich halt gegangen bin. Also warum ist Motivation eigentlich so wichtig? Motivation ist einfach immer zielgerichtet. Damit es aber zielgerichtet sein kann, müsst ihr ein Ziel auch erst einmal definiert haben. Das Ziel kann so aussehen, wie ihr möchtet. Wenn euer Ziel ist, wir möchten einfach nur ein Hörspiel produzieren,
dann ist das eben so. Aber es könnte ja auch noch Ziele darüber hinaus geben und darüber müsst ihr euch einfach nur im Klaren sein. Ein weiterer Punkt, warum Motivation oder eine bewusste Motivation wichtig ist, ist, dass man einen zielgerichteten Weg geht mit weniger Hindernissen, mit weniger Umwegen. Man kommt direkter ans Ziel, man kann also zum Beispiel schneller produzieren, beziehungsweise dieser ganze Prozess ist beschleunigt. Also ihr spart euch auch wirklich Zeit, wenn ihr euch von Anfang an dieser Ziele und der Motivation bewusst seid. Deswegen nochmal die Frage an euch. Seid ihr euch bewusst, was eure Ziele sind, was ihr mit dem Hörspiel erreichen wollt, wen ihr damit erreichen wollt, was danach passiert, wenn die Produktion abgeschlossen ist, was kommt danach? Diese Fragen solltet ihr einfach geklärt haben, weil ihr werdet sehen, es ist für die Produktion viel besser, viel einfacher, auch in dem Erschaffungsprozess sich klar zu sein, was möchte ich denn überhaupt erreichen. Ich kann euch auch gerne erzählen, was aktuell meine Motivation ist. Sie unterscheidet sich deutlich von der Motivation, die ich 2015 hatte, als ich mit meinem Ohrenkino angefangen hatte, beziehungsweise mit meinem ersten Hörspiel angefangen hatte. Mein Ohrenkino ist ja auch später erst entstanden. Meine jetzige Motivation ist, eine Plattform zu schaffen für Hörspielschaffende, wo sich Leute treffen, wo sie fragen können, wo sie sich informieren können. Sie können auch zusammen Hörspiele zusammen mit mir machen. Also wenn ein Autor sagt, oh, ich hätte gern Bock auf das und das Hörspiel, dann wäre mein Ohrenkino die richtige Plattform. Dann möchte ich natürlich auch Reichweite und Sichtbarkeit in der Community haben. Mein Ohrenkino soll wirklich als Hörspielmarke wahrgenommen werden und ich möchte auch dementsprechend auftreten. Und ich habe mich immer gefragt, wenn ich damals schon die gleiche Motivation hätte wie jetzt, ob sich dann was geändert hätte. Und ich bin fest davon überzeugt, wenn ich die gleiche Motivation hätte, die ich jetzt habe, und ich hätte 2015 das schon so gemacht. Ich glaube, dass viele Sachen besser gelaufen wären. Ich hätte mich wahrscheinlich noch anders auch auf die Hörspielproduktion vorbereitet. Ich hätte auch genau gewusst, was kommt danach. Also ich hätte die Sachen nicht erst planen müssen, sondern ich hätte von Anfang an so ein großes Paket machen können und es hätte mir deutlich viel mehr Zeit gespart und ich hätte vielleicht auch viele Fehler vielleicht nicht gemacht, wenn ich mir von vornherein über meine Ziele besser im Klaren gewesen wäre. Ich hoffe, ich habe euch mit diesem Video nicht allzu sehr verschreckt. Ich weiß, es ist ein bisschen kompliziert und ich habe das auch jetzt nicht so durchgeskriptet, sondern es ist wirklich so ein bisschen aus dem Bauch heraus, weil es ein Thema ist, was mich schon länger beschäftigt hat. Wenn ihr dazu eine Meinung habt, könnt ihr mir das auf jeden Fall gerne unten in die Kommentare schreiben. Ihr wisst ja, ich freue mich über eure Kommentare und beantworte natürlich auch immer gerne eure Fragen. Wenn ihr noch Bock auf ein weiteres Video habt, dann kann ich euch dieses Video hier empfehlen. In diesem Video erzähle ich euch ein bisschen was über meinen Fahrplan für die Hörspielproduktion. Solltet ihr auf gar keinen Fall verpassen. Dann bleibt mir noch zu sagen, habt Spaß, hört Hörspiele und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.